Ja, hallo liebe Leute. Heute bin ich meiner Frau mal aufs Dach gestiegen, weil der Schornstein muss dringend geputzt werden. Und ja, der Schornsteinfeger kommt einmal im Jahr vorbei und ein bis zweimal im Jahr mache ich eben selber den Schornstein. Ja, sauber ist er dann auch. Das geht wunderbar. Warum haben wir eigentlich 6 Schornsteinzüge? Könnte man denken, einer ist für die Küchenhexe. Einer ist für den wasserführenden Kaminofen und die anderen, das sind alles Lüftungsschächte. Die könnte man eigentlich mal dicht machen, aber ja, weil benutzen tun wir die nicht wirklich. Aber wir lassen sie einfach so. Der Schornsteinfeger muss natürlich auch irgendwie sein Geld verdienen, also ganz ohne Schornsteinfeger und einen kleinen Obolus für den Schornsteinfeger kommen wir natürlich auch nicht aus, aber im Großen und Ganzen haben wir keine Heizkosten, da wir ja selber Gott sei Dank etwas Wald haben und da ist mehr als genug Brennholz, also da reicht eigentlich das, was vom Sturm umkippt, regelmäßig, wenn man das nur nimmt. Dann kann man unsere beiden Häuser davon beheizen. Ja, und ich habe euch hier jetzt einfach mal eine Skizze aufgezeichnet, wie das aussieht bei uns, wie ich damals vor 2,5 Jahren das Ganze hier gebaut habe. Das ist eigentlich genauso, wie es damals schon in Deutschland auch bei unseren 2 Höfen, die wir in Deutschland hatten, die Heizanlage aufgebaut habe im ersten Hof. Beim ersten Hof war es so, dass wir dazu noch eine Ölheizung hatten und beim zweiten Hof haben wir es auch gleich ganz gelassen und hatten einfach nur den wasserführenden Kaminofen. Also es ist jedenfalls so, dass wir unser großes Haus, in dem wir ja auch wohnen, mit einem wasserführenden Kaminofen beheizen. Zusätzlich dazu haben wir noch einen Speicher im Keller. Das ist immer gut, wenn man einen wasserführenden Kaminofen auch mit einem Speicher betreibt. Mein erster Gedanke war, dass ich da eine Solaranlage, eine thermische Solaranlage noch anschließe. Aber da wir ja jetzt auch hauptsächlich unseren Strom mit PV, also mit Photovoltaik, generieren, ist es also so, dass wir im Sommer den Speicher ganz einfach für das warme Brauchwasser mit PV aufheizen und im Winter das Ganze mit dem wasserführenden Kaminofen aufheizen. Wir benutzen dieses System jetzt wirklich seit über 10 Jahren so und ja, das hat uns wirklich eine ganze Menge an Heizkosten gespart. Damals haben wir auch wirklich noch nicht gedacht, dass es mal so immens teuer wird mit dem Heizen und mittlerweile generieren wir ja auch mehr als 80% unseres eigenen Stroms mit der PV-Anlage. Mal gucken, was noch dazu kommt. Vielleicht ein bisschen Wasserkraft oder ein kleines Windrad. Der Schnee ist mittlerweile weggeschmolzen, wie ihr seht. Das war ein kurzes Winterintermezzo, ein paar Tage ordentlich kalt und Schnee war ganz schön. Aber jetzt bin ich auch ganz froh, dass der Schnee weg ist. Bei Schnee und Eis das Dach hochklettern ist auch nicht ganz so toll. Aber generell haben wir eine sehr dunkle Zeit jetzt gehabt. Also Solarstrom ist nicht wirklich viel rumgekommen dabei. Aber Gott sei Dank haben wir reichlich Holzvorräte. Der Carport ist mittlerweile leer. Hier wird jetzt gleich wieder für nächstes Jahr das nächste frische Holz aufgestapelt, sodass wir nicht darauf angewiesen sind, viel mit Elektro zu heizen, sondern das allermeiste wird bei uns mit Holz aufgewärmt. Ja, ihr seht, Holzvorräte sind noch reichlich vorhanden.
Hier kommt die Holzträgerin. Warte mal. Wie oft holst du Holz im Winter bei minus 2 Grad, sagen wir jetzt mal? Ungefähr 6 solche Taschen. Okay. Das ist ungefähr. Das ist ungefähr die Menge von, ja, dann nicht ganz, aber fast so einem Sack, den man kaufen kann in jedem Supermarkt. Sagen wir mal, es ist nur die Hälfte, also locker für 10 bis 12 Euro Holz. Also sagen wir mal, wenn man das als Sackware kaufen würde, wäre man um die 30 Euro würde man liegen. Ja, das lohnt sich doch, oder? Ja, und spart natürlich wie immer das Fitnessstudio. Aber die interessanteste Frage ist ja, warum trage eigentlich ich immer das Holz rein und nicht die beiden Männer, die hier wohnen? Ich muss den Schornstein fegen. Ah ja. Ach ja, unsere kleine Hütte nebenan, die wird auch ausschließlich mit Brennholz bewärmt. Also ein ganz normaler alter gusseiserner Ofen, der da steht. Der wird im Winter regelmäßig angezündet. Das muss man auch mit einkalkulieren, dass man da genug Holz für hat. Weil mit Elektroheizen bei den Stromkosten geht einfach gar nicht mehr. Damit die Wasserleitungen einfach nicht einfrieren und man da auch ein bisschen was arbeiten kann. Ja, die Glasscheibe sieht natürlich nach einiger Zeit nicht mehr so schön aus. Das dauert meistens nicht länger als ein paar Tage. Und ja, man kann sagen, einmal in der Woche wird die Glasscheibe gesäubert. Das geht super schnell. Mache ich meistens vorm Anzünden morgens. Da habe ich hier einfach ein nasses Küchentuch. Hier habe ich ein bisschen Asche noch drin gelassen. Und nehme das nasse Küchentuch mit der Asche. Auftragen, polieren. Warum nasses Küchentuch? Ganz klar, wenn man einen Lappen nimmt, der ist hinterher völlig versaut. Also da muss schon mal ein bisschen Küchenpapier dran glauben. Das ist nun mal so. Kann man ja auch hinterher einfach auf dem Holzstapel legen, trocknen lassen und zum Anzünden benutzen. Noch mal ein bisschen Asche. Weil es soll ja nicht nur warm werden, es soll ja auch gut aussehen und ein bisschen gemütlich sein. Jetzt habe ich das nächste Küchenpapier hier. Man kann auch Zeitungspapier dafür nehmen. Aber wir haben keine Zeitung. Wir lesen eigentlich keine Zeitung. Von daher nehmen wir Küchenpapier. Doch gute Arbeitsteilung. Der Mann putzt, die Frau trägt das Feuerholz. Ganz klassisch. Ganz klassisch, genau. So, nun sind die groben schwarzen Flecke ab von der Scheibe. Und jetzt einfach mit dem trockenen Küchenpapier nachpolieren und trocknen. Zieht auch richtig gut immer, ne? Ja, obwohl die Ascheschublade relativ voll ist. Ja, aber da ist ja genug Luft drüber.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie wir unsere Gebäude hier warm halten und wie unsere Energielage ist sozusagen. Bis nächstes Mal.